Alam wa salam. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2 an den 2 Mond. Ja, wir sind hier zu lernen und laden den alten Spielstand. Höchsten alten Spielstand. Ja, das war einfach ergeblich kurz für Hallo. Ja, ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Jo. Jetzt machen wir weiter bei unserem großen Reich, das schon von Anfang an recht groß ist. Fast das größte ist, glaube ich, das zweitgrößte. Und schauen, dass wir jetzt einfach keinen Krieg machen müssen, weil sonst haben wir recht viele Verluste. Aber dafür dann später richtig viel Krieg machen. Nicht warten. Laden bitte. Bitte nicht. Ich schneide das nächstes Mal raus. Das geht ein bisschen zu lang am Anfang. Ist richtig viel, also der Mod ist vollgestopft damals. Sind die Daten recht lange nicht geladen. Keine Angst. Ja, als erstes habe ich mir noch Gedanken gemacht. Wir sind, glaube ich, mit denen immer noch im Krieg. Da muss der da unbedingt hier ran. Genau. Sonst haben wir eigentlich alles gemacht. Ja. Noch laufen, aber ich möchte nicht näher dran. Ida, na, sind wahrscheinlich einfach. Die wollen einfach hier rüber. Weil die dort tun meistens ein paar Truppen austauschen und so. Okay. Dann muss man keine Angst haben. Die hier, wir haben recht wenig Geld, ja. Da machen wir nicht neue Einheiten. Einfach zu viel. 1300. Na, nächste Runde. Okay. Ja, keine Truppen sind noch bewegt worden. Arsche. Ache. Sorry. Krieger. Die greifen mich. Ah, die greifen mich nicht an. Das dachte ich schon. Die hätten fast mich angegriffen. Wollten sie aber doch nicht. Halmalakadahabati. Die Namen, die es früher gab. Zungenbrecher. Aber das sind die indischen Namen, so ist es nicht. So. Du nicht mich angreifen, bitte. Ja, dann müssen wir dahin. Ich weiß nicht, was die wollen. Wieso die so nah gekommen sind zum Ausspionieren oder keine Ahnung wieso. Und der Rundenbericht, ja, minus 2189. Wir sind also immer noch recht schlecht mit den Einnahmen. Also erhöhte Ausgaben ist nicht so gut. Die Finanzen sind jetzt auch wieder ein bisschen rund. Platzwertung. Insgesamt sind wir auf den dritten Platz gerutscht. Was machen wir denn falsch? Schon wieder Familientragödie. Nein, bitte. Ethere Hyperreichlormus. Erhöht die Chancen auf Nachwuchs. Ja, macht ganz viele Kinder. Wir brauchen Nachwuchs. Und hier haben wir ein paar Einheiten. Produziert. Jo,
jetzt ist es nicht minus, also ich hatte sonst immer minus gehabt bei verbleibende. Okay, die ist nicht da. Doch, 62, also dann ist sie ungefähr so Ende 50 gewesen. Also meistens. Die ist erst 53, also hat er ungefähr eine 30, 40 Jahre jüngere Frau gehabt. Sie sind mit den Vulkanen, die nicht dorthin gehören. Nicht hingehören sollen. Hier wäre alles gut. 2400, das ist zu teuer. Also, hier muss ich was machen, unbedingt. Und zwar, demokratischer Staat oder Oligarchic State. Wenn das jemand weiß, was das der Unterschied ist, dann darf ich gerne sagen. Aber ich glaube, demokratisch sind ja mit mehr. Nein, mit einem Oberhaupt und ja, die sind mit mehreren. Aber es gibt keinen Ja, es gibt ein bisschen Unterschied. Macho mal. Machi mal, okay. Ja, weil das mehr gibt, machen wir das. Ich kann es dann auch wechseln oder im zweiten Let's Play dann. Also im zweiten Volk dann. Ja, das mal. So ist Archon, Horus, Ptah. Ich glaube, Ptah war. Oh, Forge, ja. Man kann es leider nicht so auseinanderhalten. In jedem Volk gibt es andere Schreine. Ah, da ist sogar ein anderer Bogenschütze, den wir ausbinden könnten. Der hat zum Beispiel schon Machimai, der hat wahrscheinlich den. Ja. Blicaro Start. Hier wäre. Ja, ich würde jetzt nicht überall einen Tempel machen. Ich lasse da mal noch. Und schau mal hier. Aha, da ist ein Volk. Das ist wahrscheinlich dieses mit dem langen Namen. Da geht. Da mache ich am besten jetzt einen Spion. Geht da drüber und dann runter. Ich habe schon wieder zu wenig Geld. Nur ein bisschen zu wenig Geld. Wo habe ich da einen? Da habe ich. Ja. Ich brauche unbedingt einen Spion, sonst weiß ich nicht, was die planen. Nein. Da, Spion. So, das Set. Ich will jetzt Frieden machen. Dafür. Weil wir. Waffenstillstand. Sehr fordernd. Fordernd Angebot. Einmalige Zahlung. Geben euch. Ich will nicht das. Wie kann man denen eigentlich Geld geben? Nehmt an oder wir greifen an. Karteninformation. Wenn ich das mache, ist auch sehr fort. Also bei Rom 1 war das Weakness. Die wollen einfach nicht. Oder sollen wir die angreifen? Weil die haben relativ Probleme dann. Ich mache am besten das mit dem den anderen Völkern, dass sie angreifen. Und ja, entschlossen abgelehnt, ist mir egal, ich werde euch jetzt Druck machen. Also ich werde schauen. Ja, relativ viele hier. Krieg könnten wir schon ein bisschen. Das Problem ist, ich bekomme die Einheiten nicht nach oben. Da muss ich eigentlich dort oben die Einheiten und so machen.
Also ich werde sie einfach ein bisschen necken, ein bisschen nerven und mal schauen, ob sie mich dann vielleicht angreifen oder so. Was soll ich mit dem Schiff? Die haben wahrscheinlich bessere Truppen, bessere Schiffe als wir. Also wir müssen Geld an Geld kommen, wir müssen sie necken, damit sie an Macht verlieren, damit sie vielleicht ein Friedensangebot annehmen, sonst zerstören wir sie einfach. Bin mal gespannt. Ah, ich muss noch hier oben. Also hier habe ich das Ding gemacht. Hier ist das Volk. Das Moment kurz. Ja, das ist ungefähr da oben. So, und die zwei, die gehen am besten auch. Kannst du irgendwas hin? Nee. Ich darf jetzt nah näher gehen. Und wow. Die sind echt gut hier rebellisiert. Die Rebellen haben sich hier geschützt. Ja, an Einnahmen haben die natürlich sehr viel. Östlich Stammstand sind sie. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich irgendwas 50 nehme. Also, das machen wir, das probieren wir gar nicht. Da oben ist scheinbar auch. Ja, literally. Hier haben wir nichts mehr. Nächste Runde. Aha, die gehen hier rüber und blockieren auch nicht irgendwie. Ich hätte die schon lang kaputt gemacht, die Flotte von mir, also von den Ägyptern. Und hätte dort den Hafen blockiert, also Leukiden. Keine Ahnung, was jetzt die KI grabe. Und die greifen auch nicht unsere. Okay, die sind irgendwo da drüben oder hochgegangen. Da mache ich das gleich mal. Wo sind die hin? Sind die hier reingegangen? Man sieht es leider nicht gut. Man hat eigentlich keine Sichtweite auf Land mit den Schiffen. Eine Kolonie, militärische Siedler zu gründen oder eine Hand in einer Region zu verbessern. Ich will keine hellenische Kultur. Bin ich überhaupt hellenische Kultur? Glaube nicht. Ja, doch schon ein bisschen mehr. Soll ich mir dann irgendwas östlich imperial machen oder so? Soll ich hellenisch bleiben? Also soll ich griechisch? Das soll mir ja östlich werden. Oh, das sieht nicht so gut aus, aber. Ja, mir fällt einfach auf, dass die Leute irgendwie am Anfang viel mehr Bonus bekommen als wir. Also wir bekommen keine Boni über, aber die Gegner, die werden immer. No, nochmals ein Todesfall. Oh, irgendwie ist es ein bisschen kaputt. Ist es? Ja. Der ist mit 63 oder 64 so gestorben. Naja, sind halt zu alt, also wir müssen relativ die familielle langsam ein bisschen fortbilden, also es muss mehr geboren werden und so. Außerdem hatte ich einen, der habe ich in ein Dorf getan, um das Dorf ein bisschen zu unterstützen durch seine guten
bürokratischen Dienste und er hat es einfach nicht ausgehalten in diesem Dorf, wurde motzig, hatte sogar noch Bewegungs... Also wie viel er in einer Runde sich bewegen kann, verloren und so. Und dann habe ich ihm rausgetan und dann plötzlich hat er sich wieder gefreut und hat die Sache bekommen. Also wenn ihr so einen habt, nehmt ihn raus, tut ihn von Start zu Start oder so. Das tut ihm dann wieder gut. Erfahrungsbonus. Das ist doch mal nett. Ist das jetzt eigentlich blockiert? Ja, er blockiert. Okay, er blockiert das. Ja, wir können das halt nicht machen mit unseren 3400. Kreiere Fred. Das ist... Und jetzt ein Schiff machen. Das kostet einfach sehr viel und das ist halt schlecht. Wir lassen es jetzt mal... Machen bei ihm, also bei dieser Stadt, machen wir. Zufrieden, ja, das ist wahrscheinlich Militär, ja, das ist militärische Administration. Dem kann man auch nicht viel machen. Da machen wir unten den Tempel. Damals. Tempel des Ptah. Und hier oben tun wir mit dem restlichen Geld mal ein paar Truppen ausbilden. Nein, das ist nicht gut. Bogenschützen. Ich nehme Bogenschützen eigentlich nie mit, weil die sehr schwach sind. Nur zwei. Ich mache so einen und so einen. Und was dieses Reich kurz macht, dann gehen wir hier runter. Hier ist der Tempel im Bau. Ah nein, hier meine ich. Ja, also nicht. Ah, das ist das andere gewesen. Ein Diplomat brauchen wir hier nicht. Ich hätte gerne einen Hafen dort. Meisterschütze. Okay. Verteidigung. Schade, tönt besser als es ist. Strategie, ja, das ist ja das Ding. Genau. Also, wir müssen an Geld kommen. Wie kommen wir an Geld? Müssen wir wirklich ein paar Truppen? Das ist etwas, das ich nicht gern mache, an Feindesgebiet Truppen. Das ist schon fast hier. Ich mache hier ein nächstes Mal. So, haben wir noch Zeit? Okay. Ja. Nein, nicht so. Falscher Knopf angekommen. Vier. Vergessen. Macht das ein bisschen. Nächste Runde. Ah, hier sind sie. Okay, gut. Dann haben wir nächste Runde schon die Truppen, die wir suchen. Also die, das Volk, die, das wir suchen. Mhm. Pontus. Dieses Reich ist Nayastan. Neutral. Gut. Handelsrechte. Akzeptiert. Seite angeben. Einmalige Zahlung. 300.
Seite angreifen. Ah. Ja, was ist denn... Wieso seid ihr verbündet oder was? Ja, sicher. Mir egal, ich greife beide an. Ja, ist schon wieder das. Das will ich nicht mehr noch lesen. Und jetzt ist es ein bisschen wieder ein bisschen besser. Haben wir auch ein bisschen Gewinn wieder. Sehr schön. Das ist ein Gebäude. Ah ja, das ist das. Genau. Jetzt mal schauen. Ein Tempel. Ich weiß nicht, die Tempel bringen eigentlich nicht so viel. Dann lasse ich das mal so. Ich will das Geld für das alles ausgeben. Das ist nämlich. Also, jetzt zeige ich euch beim Krieg. Was soll ich das nächste Runde als nächste Part zeigen? Ich mache das kurz. Ich mache das im nächsten Part, damit ihr alles zusammen habt. Ich möchte jetzt kurz hier. Diplomat Saromat wäre nicht schlecht. Ja. So. Ja. Geschafft. Jetzt gehen wir hier hoch. Der Spion. Der erkundet die. Das war auch geschafft. So. Geht hier rüber. Der Spion geht hier. Der Diplomat geht. Hier. So. Dann. Das Schiff. Geht hier hin. Nimmt die. Schaut sich den mal kurz um. Geliebte. Nein. Oh. Ja, also nicht so. So, also das war's. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt. Also. Ich hatte doch ein. Wahrscheinlich hatte ich das an meiner Seite Diplomat, wenn es das der Diplomat. Ja, sehen wir eigentlich relativ. Ja, er sieht nicht. Okay. Lol. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.